Hallo und herzlich willkommen auf Lyrella.de. Wir schauen uns nun die Ableitung der Funktion f von x gleich x hoch 3 an. Nun, wir leiten das wieder mit Hilfe der H-Methode ab. Die H-Methode hat die Formel Limes h gegen 0 f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Und jetzt setzen wir die Funktion wie immer ein, hier oben, f von x plus h, das heißt, ich ersetze das komplette x hier mit x plus h. Hier muss man darauf achten, dass das x plus h zusammen hoch 3 genommen wird. Dass wir also schreiben müssen, x plus h in Klammern hoch 3 und nicht x hoch 3 plus h hoch 3. Und hier minus f von x können wir direkt abschreiben, minus x hoch 3. Der Limes davon, h gegen 0, geteilt durch h. Nun hier oben steht x plus h hoch 3. Das ist relativ kompliziert, wir können es nicht direkt mit dem Auge sehen, aber dafür haben wir das sogenannte Pascalsche Dreieck, dem man solche Terme herausfinden kann. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ja, man addiert immer die beiden oben stehenden Zahlen, bekommt dann die untere, 1 plus 1 ist 2, hier 1 plus 2 ergibt 3, 2 plus 1 ergibt auch wieder 3. Und das hier gibt uns jetzt die Information, die wir brauchen. Hier wäre gerade x plus h hoch 1 gewesen, hier wäre x plus h hoch 2 gewesen und hier x plus h hoch 3. Das heißt, ich muss es jetzt noch umschreiben, das sind die Vorfaktoren. Das heißt, das ist einmal x hoch 3, man fängt immer mit dem x an, plus 3 mal, hier x1 reduziert ist x hoch 2, h1 erhöht ist h, plus 3 mal x wieder 1 reduziert ist x, h1 erhöht ist h hoch 2 und als letztes x1 reduziert fällt weg, h1 erhöht 1h hoch 3. Und das können wir jetzt hier hinschreiben. Ist also Limes h gegen 0, x hoch 3 plus 3 x Quadrat h plus 3 xh Quadrat plus h hoch 3 minus x hoch 3. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Geteilt durch h. Und jetzt sehen wir hier x hoch 3 minus x hoch 3, das fällt weg. Und dann haben wir die Chance, weil hier überall noch h drin ist, das h auszuklammern. Das ist unser Ziel. Das Ziel ist immer, h auszuklammern und zu kürzen, damit hier unten das h wegfällt. Das heißt, x hoch 3 minus x hoch 3 geht raus, bleibt übrig, Limes, h gegen 0, die restlichen Terme. 3x Quadrat h plus 3xh Quadrat plus h hoch 3 geteilt durch h. Und nun können wir ausklammern. Also Limes h gegen 0, klammere ich oben h aus. Übrig bleibt hier 3x². Bei dem nächsten 3xh², das fällt, geht ein h raus, das heißt es bleibt 3xh übrig. 3xh und hier aus dem h hoch 3 ein h geht raus, also bleibt hier h² übrig. Unten bleibt das h natürlich. Und wie man hier schön sieht, das h lässt sich kürzen. Und übrig bleibt ein Term, wo kein Bruch mehr vorkommt, das was wir haben wollten. Limes h gegen 0, 3x² plus 3xh plus h². Und jetzt können wir das h gegen 0 gehen lassen. Hier kommt das h vor und hier kommt das h vor. Das ist also alles 0. Ja, das ist also 3x². Hier 3x mal 0 ist 0. Plus 0 ins Quadrat bleibt auch 0. Also ist 3x² die Lösung. Und die Ableitung der Funktion x hoch 3 ist gerade 3x². Dankeschön.